Okay, gut. Ich hoffe, Sie sehen, dass das Camp zu ist und versuchen es beim Hotel. Okay. Okay, Caitlin. Es regnet ständig heute Nacht. Die wissen, dass du hier bist. Sie kommen wieder, sobald es geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Okay, ich brauche einen besseren Überblick. Endlicher Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Armer Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Eigentlich ziemlich passend. Das Emblem gesehen.
Erinnert mich an Mr. H.'s dämliche Ansagen. Wow. Kaputt. Was ist das? Wildkameraaufnahmen. Als würden sie was suchen. Wie lange ist der Typ schon hier? Besser, ich suche weiter. Showtime, Motherfucker. Was für eine Scheißnacht. Es tut mir einfach unfassbar leid. Tut es so leid. Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. Weil es zu viel verlangt. Shit. Vom Eulen wird's nicht besser. Was ist denn da draußen los? Sollten wir die anderen suchen? Nein, wir sind hier sicher und bald ist morgen. Was zum... Thank you.
denn jetzt? Es ist Caitlin. Oh, Scheiße. Wir müssen sie reinlassen. Geht nicht, es ist von außen abgeschlossen. Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Silberkugeln. Wenn unser Timing stimmt, geben wir sie ihr, wenn sie kommt. Falls sie jetzt kommt. Es war eine bewegte Nacht, findest du nicht? Der Kreislauf geht weiter für manche von uns. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht von dir. Doch weniger als ich erwartete. Ein Band eint uns, dich und mich. Auch wenn der Vollmond wiederkehrt und der Fluch bestehen bleibt. Diese Nacht ist vorbei. Keine Sorge. Ich werde deine Taten nicht vergessen. Aber komm ja nie, niemals nach Hackett's Quarry zurück. Steckst du deine Nase je wieder in Dinge, die dich nichts angehen, werde ich dich ewig verfolgen. Wohin du auch gehst, ich werde stets bei dir sein. Ich sitz dir im Nacken, auch wenn du mich nicht siehst. Kehrst du jemals zurück, jage ich dich bis an dein Lebensende. Okay.
Leichten Türme nach Sommercamp-Massaker. Was sagst du dazu, Elton? Bisschen widerlich, oder? Dass sie sie auftürmen? Ist nur eine Metapher. Zumindest hoffe ich, dass es so ist. Ich dachte, das Hackett's Quarry-Thema wäre durch. Nicht dieses Hackett's Quarry-Thema. Ist das nicht schon 3 Monate her? Ein alter Hut. Zuerst das Intro, Anton. Hier ist Bizarr oder Banal, der Podcast über Paranormales. Ich bin Grace. Und ich bin Anton. Gemeinsam untersuchen wir mögliche übernatürliche Einflüsse in alltäglichen Ereignissen des echten Lebens. Genau das sind sie. Alltägliche Ereignisse des echten Lebens. Hinter denen aber spirituelle, übernatürliche Einflüsse liegen. Nein. Okay, also das hier wird dich gleich von den Socken hauen, Anton. Sind sie denn auch gut versichert? Du fragst, ob ich eine Sockenversicherung habe? Klar, man sollte seine wertvollsten Sachen unbedingt versichern. Socken? Ja. Interessante Prioritäten. Red weiter. Aus gutem Grund kommen wir nochmal auf Hackett's Quarry zu sprechen. Es gibt neue Entwicklungen und ich habe ein paar Informationen gesammelt. Ich bin skeptisch, aber ganz Ohr und halte meine Socken fest. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Oh Gott, du grinst. Wieso grinst du? Hör auf damit. Nein, wofür habe ich sonst jahrelang eine Zahnspange getragen? Deine Zähne sind sehr hübsch. Danke. Das wussten viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts bestimmt noch gar nicht. Okay, also ich habe einen Insider. Deshalb wird die heutige Episode besonders anschaulich. Was denn für ein Insider? Insider wovon? Was? Du hast gesagt, du hast einen Insider. Haben wir nicht alle einen Insider? Die innere Stimme, die sagt, hör auf, Podcasts zu machen, die sich kein Mensch anhört? Auf diese Stimme solltest du hören. Okay, also eigentlich meinte ich, nennen wir es eine anonyme Spende. Weißt du, wir sind nicht die Einzigen, die das Ganze für bizarr halten. Jemand hat uns wirklich zugehört und ein Päckchen geschickt. Du hast es doch nicht geöffnet. Ich traue keinem, der diese Show hört. Oh, ich konnte mich kaum zügeln. Überraschung! Anonyme Spende? Okay. Seit dem ersten Tag dieses Podcasts versprichst du mir, für alles offen zu sein, wenn's echte Beweise gibt. Stimmt's? Hast du doch gesagt, oder? Ja, das habe ich gesagt. Und ich weiß, weil ich weiß, dass es nie echte Beweise geben wird. Nur deswegen. Okay, aber uns haben neue Infos erreicht. Und jetzt müssen wir entscheiden, ob sie bizarr sind oder banal. Na schön, legen wir los. Für alle zu Hause, wir öffnen jetzt ein Paket von einem mysteriösen Absender, der sich diese Show antut. Falls du diese Person bist, gratuliere. Hast uns erwischt. Ach, tut mir leid. Das ist echt gründlich zugeklebt. Mann, ist das viel Klebeband. Hilfst du mir mal? Hast du vielleicht einen Schlüssel, mit dem ich es einritzen kann? Nein, ich gebe dir doch nicht meinen Schlüssel. Nimm die Fingernägel. Jetzt gib mir den scheiß Schlüssel, Anton. Nein. Gib mir den Schlüssel. Nein. Nimm doch deinen. Du schließt doch eh nie ab. Na klar schließe ich ab. Wieso? Was hast du zu verbergen? Was für eine Frage. Schließt du etwa nicht ab? Nö, ich habe nichts zu verbergen. Du glaubst an Geister und schließt deine Tür nicht ab? Nein, Geister öffnen keine Türen, sondern gehen durch Wände, Anton. Okay, denk mal ein bisschen über Mörder nach. Erinnerst du dich an die vermissten Wanderer? Ja. Was, wenn ich geleakte Fotos von einer ihrer Kameras hätte? Fotos, die sie in Hackett's Quarry zeigen, am mutmaßlichen Fundort der Kamera? Ich würde annehmen, dass sie dort waren und die Kamera verloren haben. Nur eine Frage, Anton. Aus welchem Grund fällt einem die Kamera aus der Hand? Man stolpert über eine Wurzel. Wird angerempelt. Unebene Pflastersteine. Oder man wird ermordet. Eine verlorene Kamera macht noch keine vermissten Wanderer. Wo sind sie jetzt? Was weiß ich? Menschen verlaufen sich andauernd im Wald. Das kommt 100-mal im Jahr vor. Die tauchen wieder auf. Ich hab noch mehr. Ach was. Mm-mm. Ich vertraue dir jetzt noch was anderes an. Meinen Quellen zufolge wurden auch ihre Rucksäcke im Sommercamp gefunden. Echt? Warum weiß die Öffentlichkeit dann nichts davon? Warum stehen die Hackett's nicht unter Verdacht? Darauf will ich hinaus. Vielleicht wären sie es ja, wenn jemand wüsste, wo sie sind. Wird hier vielleicht was vertuscht? Und da geht mal wieder die Fantasie mit dir durch.
Wir müssen uns noch ein bisschen über die Familie Hackett unterhalten. Okay, das sind die Erben des ganzen Geländes, richtig? Ja. Ihre Ur-Ur-Urgroßeltern waren Fallensteller und haben das Land anno dazumal abgesteckt. Abgesteckt? Ja, genau. Wie bei der Mondlandung stellten sie ihre Flagge dort auf. Die Flagge der Hackett, okay. Ja. Und offenbar sind sie dann auf Quarzit gestoßen. Quarzit? Ich hab's so gehofft, dass du nachfragst. Lustige Tatsache? Alle Bauten in ganz New York bestehen aus Quarzit. Das wage ich zu bezweifeln. Manche. Aber ich streife ab. Schweifst ab. War Absicht. Also, sie bauten den Steinbruch sehr erfolgreich ab, bis Septimus Hackett, klassischer Bösewichtname, der siebte Sohn der Fallensteller, die Zahl 7, hat große, mystische Kraft. Ist klar. Die Mine schloss. Okay, und dann lebten sie nur noch von dem Land? Ja, du sagst nur, aber das Gelände umfasst viele Hektar. Ein riesiges Waldgebiet. Jede Menge unerforschte Dunkelheit. Oh, okay. Ein idealer Schlupfwinkel für eine unheimliche Einsiedlerfamilie mit dunklen Geheimnissen. Und damit kommen wir auch schon dem Reich des Paranormalen ein gutes Stück näher. Alles klar. Hektar um Hektar. Dichter Spukwald. Wenn du das sagst. Zurück bei Bizarr oder Banal. Anton, heute habe ich zur Abwechslung leichte Lektüre für dich. Okay, du willst, dass ich das hier lese? Mhm. Na schön, das ist... Das hier ist die Kopie eines Briefs, den Kaylee Hackett ihrer Großmutter geschrieben hat. Angeblich. In Ordnung, ist ja wohl eigentlich mehr dein Ding, aber das kriege ich wohl hin. Ich finde, einen Beweis aus deinem Mund zu hören, verleiht ihm mehr Bedeutung. Schön, dann leg ich mal los. Omi, wie lange soll das so weitergehen? Ich weiß ja, Familie geht vor, aber ich will endlich wissen, was hinter dem Wald ist. Weg von diesem beschissenen Haus und dem Camp. Aber das erfahre ich nie, weil wir sind, wer wir sind. Erklären wir es den Leuten doch einfach. Zeigen wir ihnen verdammt nochmal, dass wir nichts dafür können. Ich weiß ja, du willst uns nur beschützen, aber was ist, wenn du nicht mehr bist? Ich fühle mich, als ob wir in einem dunklen Loch festsitzen. Ich kann kaum schlafen, Omi. Wenn doch, träume ich von dem scheiß Feuer. Wir waren so dumme Kinder. Ich wünschte, es wäre nie passiert. Hab dich lieb. K. Küsschen. Das ist abgefahren. Ja, das scheiß Feuer. Klingt das etwa nicht nach dem Hilfeschrei einer Person, die etwas gesehen hat, das sie nicht hätte sehen sollen? Ja, das ist echt verstörend. Sie wirkt doch total gequält. Und das hier ist echt? Ich wüsste nicht, wieso man es fälschen sollte. Aber ich kann es auch nicht beweisen. Du musst deine Zweifel einfach mal außen vor lassen. Mann, armes Mädchen. Ja, da ging irgendwas vor. Etwas nagte schwer an ihr. Und genau das will ich ergründen. Okay, ich lass meine Zweifel außen vor. Fürs Erste. Tja, bei dem, was jetzt kommt, dürfte das kein Problem sein. Oh Gott, wieso? Oh Scheiße, eine Unterlassungsanordnung. Adressiert an uns. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Naja, sie wurde nie abgeschickt. Dieser Scheiß-Clan. Was? Gezeichnet Travis Hackett. Wir machen doch nichts Illegales. Ach nein? Denk doch mal nach. Offiziell wurde sie uns nie zugestellt. Sowas schicken Leute, die Dreck am Stecken haben. Okay. Und dann ist da noch dieses leere Fiolen-Ding. Leer impliziert für mich, dass sie mal voll war. Ja, genau. Spuren von Blut? War da Blut drin? Sieht so aus. Krass. Irgendein Ritual oder so? Höre ich da einen Hauch Überzeugung? Ich stehe auf Rituale, aber es ist echt scheiße, dass die wissen, wer wir sind. Okay, Anton,
Ich zeige dir jetzt einen eindeutigen Beweis. Dass du komplett den Verstand verloren hast? In Hackett's Quarry ist etwas Schlimmes passiert. Übernatürlich schlimm. Du erzählst andauernd solchen Mist und es ist immer übertrieben. Man muss eben übertreiben, um etwas zu verkaufen. Nennt sich Kapitalismus. Na klar. Okay, das sind Bilder von einer der Wildkameras in den Hackett-Wäldern. Oh, cool. Eine Kamera im Wald? Wurde ein Eichhörnchen gesichtet? Ey, wäre sie auf dem Mountainbike montiert, würdest du dir das ganze Video reinziehen. Aber sowas von. Geht es um ein Mountainbike? Nein, aber sieh's dir trotzdem an. Okay. Das ist... ein Bär? Das soll ein Bär sein? Das ist nie im Leben ein Bär. Dann eben ein, dünner Bär? Sieh hin. So scharfe Bilder einer solchen Kreatur hab ich noch nie gesehen. Ich finde sie unscharf. Unscharf und überzeugend. Manchmal liegt die Wahrheit einfach zwischen den Zeilen. Wenn du meinst. Aber so ein Video ist super leicht zu fälschen. Die Technologie ist echt mega krass. Okay, aber warum zur Hölle nehmen die Hackett's überhaupt solche Videos auf? Tja, gute Frage. Schräges Video von einem dünnen Bären? Ich hab keinen Schimmer. Was denn für ein dünner Bär? Schon mal einen dünnen Bären gesehen? Ja, ist die voll traurig. Die sind doch fett. Oh. Ja, Eisbären. Sie finden oft nur schwer, was zu fressen. Nur kein Mitleid, die sind echt böse. Okay, selbst wenn wir die Hackett's kurz außen vor lassen, ist hier was faul. Bereit für echt gruseligen Scheiß? Ich bin bereit für echten gruseligen Scheiß. Ich bezweifle nur, ob du abliefern kannst. Dreh nur nicht durch. Ich geb mir Mühe. Gut, willst du meine Hand halten? Nein. Na schön, soll ich dir tröstend über den Rücken streicheln? Oh, jetzt spuck es schon endlich aus. Soll ich das Licht anmachen, damit du nicht so viel Angst hast? Du sollst gar nichts machen. Rück einfach raus mit der Sprache. Na schön, was ist das? Was sehen wir uns gerade an? Eine Betreuerin hat dieses Foto geschossen. Emma Mountebank. Stammt von ihrem Handy. Oh mein Gott, ist das echt? Tja, genau das gilt es zu klären. Das ist bearbeitet, oder? Ich meine... Naja, wenn du Fotos von meinem Handy runterlädst, sind die auch bearbeitet. Mit Filtern, die meine Augen größer machen und meine Wangen rosig. Aber das hier ist doch kein Filter. Schau dir die Augen an. So sieht echte Gefahr aus. Ja, seltsam. Allerdings bizarr, nicht banal. Was ist da passiert? Mehr als uns verraten wird. Ja. Da ist noch etwas. Okay. Das passiert mit einem Negativfilter. Wow! Alter, was ist das? Na sieh! Die Hexe von Hackett's Quarry. Der Kreis schließt sich. Nein, halt, warte. Das könnte alles sein. Was denn? Erklär es mir. Was weiß ich? Wie nennt man es, wenn der Verstand überall Gesichter sieht? Manche Leute, ich meine, Jesus taucht immer wieder mal auf einer Scheibe Toast auf. Das kann alles Mögliche sein. Deine Frühstücksgewohnheiten sind mir egal. Aber ich fasse es nicht, dass du immer noch zweifelst. Du zweifelst sogar an deinem Zynismus. Du stinkst von Kopf bis Fuß nach Zweifeln. Du brauchst von allem ein Foto, oder? Gut, hier kommt ein Foto für dich. Nein, Fotos lassen sich fälschen. Erlebt es nicht. Ich müsste die Hexe von Hackett's Quarry mit meinen eigenen Augen sehen. Okay, wenn du mit mir nach North Kill willst, ich Nein, habe da gute will ich nicht. Beziehungen Okay, ich glaube zu. Dir. Na also, weißt du was? Ich hab was, das nicht gefälscht sein kann. Kratzspuren an einer Wand? Also, kann ich dir auch machen. Echt jetzt? Gib mir eine Wand und eine Mistgabel und schon geht's rund. Wow, du bist ein Künstler. Danke. Ich gebe zu, ich würde das nicht als offensichtlich übernatürlich bezeichnen. Könnte ein Wildtier oder nur ein Papagei gewesen sein. Aber wir sollten trotzdem drüber reden. Wieso? Weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Länge von unserem Podcast erwarten und wir die Sendezeit manchmal strecken müssen. Ist ein Argument. Wir haben sonst kein Thema. Also, wer auch immer mir das geschickt hat, hielt es für wichtig. Du weißt schon, dass das alles nur ein Streich sein könnte. Es war nur ein Streich, Anton. Wie naiv bist du? Da erlaubt sich doch nur irgendein Teenager einen Spaß. Sicher der Spinner, der uns mit nur einem Stern bewertet hat. Ich würde nur zu gern sagen, dass du spinnst, aber Teenager, die sich über mich lustig machen, kenne ich zur Genüge. Lassen wir das. Was ist hiermit?
Ist das nicht einfach nur verdammt gruselig? Ah! Ist das Haut? Haut, Fell, wie auch immer du es nennen magst. Sieht menschlich aus. Ist das ein Tattoo? Ich glaub nicht. Oder vielleicht ein verdammt schlechtes. Warte. Wirklich? Gehört offenbar einer der Kreaturen, die mutmaßlich für alles verantwortlich sind. Okay, haben wir das Original? Wurde es gefangen? Kann ich es in, kann ich es in Fleisch und Blut sehen? Du willst es anfassen. Ich will es anfassen. Tja, wer das geschickt hat, war schlau genug zu wissen, dass es gefährlich wäre, die echten Beweise zu stehlen. Und hatte vermutlich auch Angst, dass du, Anton, sie verschwinden lassen würdest, um meine Nachforschungen zu sabotieren. Weil ich ja auch so oft Beweise vernichte. Praktisch, dass wir das Original nicht sehen können, hä? Jetzt komm schon, du willst doch unbedingt zweifeln. Sind die Zweifel groß genug, dann stimmt es vermutlich nicht. Ockhams Rasiermesser. Sieh dir alles nochmal genau an. Setz es zusammen. Objektiv. Okay, weißt du, ich gebe zu, dass es seltsam ist. Oh mein Gott. Ich hab doch nur gesagt, dass es seltsam ist. Mein Gott, ich hab's geschafft. Hast du nicht, ich find's nur seltsam. Ich hab's geschafft, dich überzeugt, dich auf meine Seite gezogen. Jetzt glaubst du auch dran, stimmt's? Ich werde nie auf deiner Seite sein. Ich habe gewonnen. Hast du nicht, sieh das doch mal. Das ist ein Wettstreit und ich bin siegreich. Bist du nicht? Ich meine ja nur, ich finde, die fehlenden Details in den Nachrichten, das ganze Zeug, was immer das heißt, es deutet darauf hin, dass etwas Seltsames vor sich geht. Seltsam. Interessante Wortwahl. Was willst du damit sagen? Klappe. Komm schon. Nein. Gib mir, was ich hören will. Ich gebe dir überhaupt nichts. Hast du doch praktisch schon. Jetzt gib mir die Worte, nach denen ich mich so sehne. Okay, mit dem Titel war ich nie einverstanden, aber zum ersten Mal ist dieser Fall vielleicht bizarr, nicht banal. Ah, das ist der beste Tag meines Lebens. Das ist traurig. Wieso? Deiner nicht? Nein! Und was jetzt? Wir übergeben das der Polizei. Soll sie entscheiden, ob es nützlich ist oder nicht. Ich wünschte, wir könnten mehr erfahren. Dass wir einfach in eine Kristallkugel blicken und sehen, wie es ausgeht. Würde das Spaß machen? Wir können spekulieren, aber wir waren nicht da und haben nicht durchgemacht, was diese Kids erlebt haben. Wir werden nie wissen, was wirklich in Hackett's Quarry los war. Wer zur Hölle bist du überhaupt? Ein ehrlicher Mensch. Das war wundervoll. Dankeschön. Du bist genau in die Art von Inhalt durchgestartet, die mir am Herzen liegt. Das war einfach der erste richtige Gedanke in diesem Podcast.